Berghütten haben meist eine sehr exponierte Lage. Dennoch gelten für sie die gleichen gesetzlichen Anforderungen wie für Hotels und Gastronomie im Tal. Doch hier oben gibt es meist keinen zentralen Wasseranschluss und keinen Anschluss an eine Kanalisation. Dazu kommen die logistischen Herausforderungen der Bewirtung auf einer Berghütte. Für den Alltag und auch für die Notsituation gibt es jetzt einen neuen Hygieneleitfaden. Eigentlich das meiste dieser Maßnahmen ist eigentlich schon Stand der Dinge. Es ist ja auch gesetzlich festgeschrieben in all den Verordnungen, die es für die Gastronomie gibt. Was jetzt eher neu ist oder was jetzt eher manifestiert worden ist, sind die genauen Abläufe in einem Krisenfall, auf gut Deutsch, wenn wir mit Erkrankten zu tun haben. Wie es genau abläuft, das aus Gesundheitsamt weiß, wie wir reagieren, wir wissen, wie Sie reagieren. Besonders wichtig war den Entwicklern die Umsetzbarkeit der Maßnahmen auf 2000 Metern Höhe. Uns war es einerseits wichtig, fachlich gut zu begründen, warum wir die Entscheidung so oder so als Empfehlung gesehen haben. Aber wichtiger war uns im Grunde genommen, dass der Hüttenwirt vor Ort damit leben kann. Es bringt nichts zu sagen, ich koche Wasser zum Beispiel ab, um es genießbar zu machen, habe aber nicht die nötige Energie auf der Hütte oder die Zeit für hunderte Gäste, und das kann durchaus in der Hochsaison passieren, das Wasser abzukochen. Deswegen haben wir versucht, pragmatische Lösungen zu finden, Brücken zu bauen, die einer Risikominimierung gleichkommen, die Anforderungen aber, soweit der Hüttenwirt sie in dem außergewöhnlichen Moment erfüllen kann, trotzdem erfüllen. So können jetzt bei Problemen mit der Wasserversorgung Desinfektionsfilter eingesetzt werden. Diese werden zum Beispiel auf Intensivstationen schon erfolgreich genutzt. Der Leitfaden ist super. Also wir sind auch zufrieden. Die Sachen sind umsetzbar. Das ist ganz wichtig, dass es auch auf der Hütte machbar ist. Wir sind eine Berghütte, wir können nicht alles so direkt umsetzen, wie es oft gefordert ist. Man braucht oft einen gemeinsamen Weg mit dem Landratsamt, mit den Ämtern, und er wird eigentlich immer gefunden. Also von Seiten vom DAV bemüht man sich sehr. Die Ämter haben gutes Personal, wo sich auch mit der Gegebenheit auf der Hütte auskennen. Das ist ganz wichtig, und auch spezielle Probleme auch in Augenmerk nehmen. Für die kommende Wander- und Hüttensaison ist also alles vorbereitet.